Wir haben heute durchgeführt die Landesversammlung Ost, eine Wahlversammlung. Heute wurde der neue Landesvorstand gewählt. Ich freue mich, dass die Delegierten mir das Vertrauen ausgesprochen haben als neuer Landesvorsitzender. Mir ist durchaus bewusst, dass ich in große Fußstapfen trete. Mit Uwe Köpse, einem Landesvorsitzenden, der fast zwei Jahrzehnte diesen Landesverband geprägt hat, ist es natürlich eine große Herausforderung, als neuer Landesvorsitzender diese Arbeit fortzuführen. Diesem werde ich mir stellen. Wir werden die gute Arbeit fortführen, werden natürlich aber auch neue Impulse setzen mit unserem neuen Landesvorstand, um den Landesverband Ost, der ein kleiner, feiner Landesverband ist, weiter nach vorne zu bringen. Die wichtigste Botschaft auch des heutigen Tages ist, wir haben es wieder geschafft. Wir sind über 30.000 Mitglieder. Das ist ein großer Erfolg von unserem ganzen Team des Landesverbandes, beginnend beim Außendienst, über die hauptamtlichen Mitarbeiter in der Landesgeschäftsstelle, über die Bezirksvorsitzenden, über die Kameradschaften, ob Standortkameradschaft, ob Truppenkameradschaft, ob Kameradschaft ehemaliger, Hinterbliebene und Reservisten. Das ist ein toller Verdienst und das gilt es jetzt auch nach dem zweiten Tag einfach mal Danke zu sagen. Danke für diese gute Arbeit, die Sie leisten in den verschiedenen Standorten. Ich freue mich auf ganz tolle 4 Jahre als Landesvorsitzender und bedanke mich, dass mir heute durch die Delegierten der Landesversammlung Ost das Vertrauen geschenkt worden ist. Eine spannende Aufgabe, die ich hier übernommen habe. Ein großer Bezirk, ein wichtiger Bezirk mit vielen motivierten Ehrenämtlern in der Fläche. Und in den nächsten 4 Jahren gilt es für mich, die Kameradschaften einmal kennenzulernen, die Menschen, die hinter den Kameradschaften stehen und natürlich auch den Bezirk weiterzuentwickeln. Es gibt da 1, 2 kleine Herausforderungen und da werden wir dran arbeiten und daran werden wir uns dann in 4 Jahren auch messen lassen. Also direkt als stellvertretender Landesvorsitzender hier jetzt gewählt worden zu sein, erfüllt mich natürlich mit einer gewissen Demut. Ich finde es ganz toll, dass ich direkt das Vertrauen geschenkt bekommen habe. Ich bin hier angetreten natürlich, um den Verband, den Landesverband Ost, der auch ein ganz spezieller Landesverband ist, in der Zusammenarbeit mit den Truppenkameradschaften wieder nach vorne zu bringen, in der Fläche präsent zu sein, mit den Kameraden und Kameraden ins Gespräch zu kommen und insgesamt weiterzuentwickeln. Hauptmann Marco Germer, frisch gewählter Bezirksvorsitzender für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Bin somit auch neu im Landesvorstand Ost vom Deutschen Bundeswehrverband. Freue mich auf die Verwendung, auf die 4 Jahre Aufgaben, harte Arbeiten. Bin sehr gespannt, was wir in der Zeit bewegen können. Ich bin heute als Vorsitzender der EAH im Landesverband Ost gewählt worden, also der Nachfolger von unserem Hauptmann AD Joachim Wohlfeld. Ich übernehme eine große Aufgabe und freue mich darauf, kann auf 12 Jahre als Bezirksvorsitzender zurückblicken auf die Arbeit, habe Erfahrungen auch mit den ehemaligen und wir werden die Themen Beihilfe, Versorgung weiterentwickeln und wir kämpfen dafür, damit unsere Kameradschaften EAH in der Fläche des Landesverbands Ost erhalten bleiben. Ja, und für mich persönlich hat sich der Verantwortungsbereich jetzt natürlich vergrößert um 4 Bezirke und da kommt eine spannende, aber interessante Aufgabe auf mich zu, die ich gern angehen werde. Also meine Motivation tatsächlich ein zweites Mal zu kandidieren für dieses Amt ist einfach, dass mir die Arbeit sehr viel Freude macht. Ich merke tatsächlich, dass ich sowohl für meinen Bereich der zivilen Beschäftigten das eine oder andere bewegen kann, bringe mich aber natürlich genauso für die Interessen der Soldaten ein. Aufgrund meiner Tätigkeit als Sozialberaterin kenne ich mich eben auch im Versorgungsrecht aus, im Rentenrecht. Und über den Bundeswehrverband hat man eben tatsächlich die Möglichkeiten, Änderungen zu bewirken. Ich hatte gestern eine Frage gestellt nach dem Soldatengleichstellungsgesetz. Ein Ergebnis der Hauptversammlung. Da soll tatsächlich was geändert werden. Und wenn man dann eben merkt, man hat Vorschläge gemacht und die werden umgesetzt und führen eben dazu, dass sich die Situation sowohl der Soldaten als auch der zivilen Beschäftigten verbessert, dann ist das für mich Motivation genug. Also es ist meine zweite Landesversammlung gewesen jetzt. Ich war mal wieder sehr beeindruckt von den vielen tollen Menschen, die ich hier auch neu kennenlernen durfte. Begeistert von den vielen Kameraden, die ich schon kannte, wiedersehen durfte. Tolle Gespräche, super Austausch. Bin sehr, sehr gerne hierher gefahren und freue mich auf viele, viele weitere Landesversammlungen. Landesversammlungen sind immer eine spannende Zeit für den jeweiligen Landesverband, für die Bezirke. Man trifft sich zum Austausch unter vielen Bekannten, weil hier sind auch viele Delegierte, die Wiederholungstäter sind, die den Verband mitgestalten wollen. Und für mich war es einfach eine wunderbare Gelegenheit, wieder mit vielen bekannten Gesichtern, die so wie ich fast in Würde ergraut sind, den Weg des Verbandes weiter mitgestalten zu können. Und es ist einfach prima immer. Eine Sache, die mir ganz doll am Herzen liegt, ist,
dass wir unsere Kameradschaften erhalten, neue Mitglieder gewinnen, die EHs für aktive ausscheidende SAZ attraktiv machen, ausscheidende SAZ zur Mitarbeitende der EAH bewegen können, um sie auch dementsprechend zu verjüngen. Wir haben viele Vorstände schon in den letzten 4 Jahren verjüngt. Diesen Weg wollen wir fortsetzen. Das ist einer unserer großen Ziele, dass wir genau diesen Weg weitergehen und dieses Ziel erreichen. Was uns als Landesvorstand noch wichtig ist, lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Wir freuen uns auf den Besuch in den Kameradschaften. 3 Vorteile, warum man beim Verband sein sollte. Kameradschaft, Gemeinschaftssinn und soziale Stärke, um für die Menschen in der Bundeswehr das Bestmögliche rauszuholen unter schwierigsten Bedingungen. Wir gemeinsam stark.